Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Videoreihe, die da heißt E-Learning versus Lernen. Und in dieser Reihe möchte ich mich bewusst tentativ mit dem Themenkomplex digitale Medien und Lernprozesse auseinandersetzen. Deswegen tentativ, weil viele Ideen und Gedanken sich erst im Laufe dieses Auseinandersetzungsprozesses irgendwie bei mir entwickeln. Das habe ich auch gemerkt, als ich versucht habe, dieses erste Video so ein Stück weit zu konzeptionieren. Also es ist eigentlich ein sehr loses Geflecht. Und ich spreche hier quasi nur anhand von 3 Stichpunkten oder so. Und den Rest, den habe ich irgendwie im Kopf, hoffe ich jedenfalls. Okay, ja, und in dieser ersten Folge möchte ich mich mit einer Frage beschäftigen, die immer wieder zum Beispiel bei Twitter auftaucht, aber die auch schon seit Jahren diskutiert wird. Warum ist denn dieses E-Learning nicht tot? Beziehungsweise, wozu gibt es eigentlich E-Learning? Um die Frage zu beantworten, warum E-Learning nicht tot ist, gibt es meiner Meinung nach 2 wesentliche Aspekte. Und das ist zum einen die Definitionsreichweite und zum anderen die Aktualität. Kommen wir also erstmal zum ersten Punkt, die Definitionsreichweite. Schaut man sich in der Literatur erstmal so nach Definitionen von E-Learning um, dann sieht man erstmal sehr viele Definitionen. Es gibt nicht die Definition, sondern es gibt Tausende. Jeder hat irgendwie mindestens 2. Und da durch diese Weite der Definition, durch diese Ungreifbarkeit, durch diese Unschärfe des Begriffs E-Learning ist natürlich auch sehr schwierig zu sagen, E-Learning, komm, das ist so 90er, das gehört weg. Denn dieser E-Learning-Begriff wird ja auch immer wieder verwendet. Und eine allgemeine Definition dieses Begriffs könnte auch sein, okay, jeder Lernprozess, der irgendwie durch digitale Medien unterstützt wird, sei es nun bewusst oder unbewusst, formell oder informell oder sonst was, ist E-Learning. So einfach kann man sich das machen und dann kann man nicht sagen, okay, E-Learning ist irgendwie tot, sondern muss man irgendwie damit leben. Der zweite Punkt ist die Aktualität. Denn E-Learning ist am Meister darin, sich immer wieder neue Begrifflichkeiten einfallen zu lassen und auch neue Technik sozusagen einzusetzen. Am besten kann man das zum Beispiel zeigen in der Schule. Jawohl, Anfang der 90er war es jedenfalls bei uns. Da gab es auf einmal in der Schule ein Computerkabinett. Das war sozusagen der heilige Raum mit Gittertür und allem drum und dran. So ein, sag ich mal, Kerkerverlies, so eine Schatzkammer. Und da konnte man entsprechend so ein bisschen Programmiersprachen und sowas lernen, so QBasic und so ein Kram. So, dann kamen später irgendwann mal Notebook-Klassen, also jedenfalls so in anderen Schulen, bei uns nicht mehr. Dann gibt es jetzt Pilotprojekte mit iPad-Klassen und dann gibt es auch noch Schulen, wo hier Bring Your Own Device ganz groß angesagt ist und das sind sehr viele Pilotprojekte in diesem Bereich. Aber man sieht, dieses E-Learning überlebt sich auch ein Stück weit durch die Technik. Aber es ist ja nicht nur allein die technische Seite, die immer sozusagen immer mobiler wird, sondern es ist auch die Software, die da mitschwingt. Denn wenn man sich so anschaut, okay, welche Möglichkeiten hatte ich denn auf so einem Windows 3.11 Rechner und heute auf dem iPad, dann sind das 2 unterschiedliche Welten. Mit so einem iPad kann ich so schnell mal einen Film produzieren, ich kann mal schnell meinen Blog aktualisieren oder sonst was. Also man kann mit dieser neuen Technik sehr einfach Dinge umsetzen und artikulieren. Und das ist wiederum auch in Lern- und Bildungstheoretischer Hinsicht sehr spannend. Das heißt also, okay, dadurch, dass die Definition sehr unscharf ist und das Thema E-Learning immer aktuell ist, weil es immer wieder aktuelle Technik gibt und aktuelle technische Möglichkeiten, wird dieser Begriff so schnell nicht aussterben. Aber jetzt wollen wir sozusagen die Lupe anlegen und mal schauen, was noch mehr dahinter steckt. Nun, wenn man sich die Begrifflichkeiten so anschaut, so muss man erstmal festhalten, okay, braucht man denn E-Learning wirklich? Ich würde sagen, naja, aus lern- und bildungstheoretischer Sicht braucht man E-Learning wirklich nicht. Denn Lernen, Bildung und Didaktik, das alles funktioniert theoretisch auch ohne digitale Medien. Vor einigen Jahrzehnten war das auch noch so. Da hat man irgendwie nur Zettel und Stift gehabt oder ein Tafelbild oder man hat irgendwie gemeinschaftlich irgendwie am Tisch irgendwas da ausgearbeitet oder in Arbeitsgruppen. Das ging also alles auch ohne diese digitalen Medien. Und das ist natürlich so ein Punkt, der besonders interessant ist, der auch immer wieder so ins Feld geführt wird. Okay, was macht denn eigentlich dieses E-Learning? E-Learning greift ja eigentlich, jedenfalls im Großteil dieses ganzen Potpourris an Möglichkeiten, klassische Formate auf und verpackt sie neu digital. Sehr schön zu sehen bei dem Themenbereich E-Klausur. Da wird eigentlich so gar nicht so sehr um die Fragestellung gearbeitet, sondern eigentlich eher, okay, wie können wir diese Klausuren gestalten, dass die vom Computer automatisch ausgewertet werden. Das Prüfungsformat bleibt eigentlich so gesehen dasselbe. Also da ist didaktisch eigentlich nicht so viel Handhabbares drin, obwohl sehr viel mehr drin sein könnte. Und das zeigt natürlich auch so die Schwierigkeit dieses Einsatzes von E-Learning-Möglichkeiten. Also, wozu brauchen wir denn eigentlich diesen Begriff E-Learning noch?
wenn sowieso das Lernen hier stattfindet. Nun, da lassen sich meiner Meinung nach auch wiederum zwei Aspekte finden, warum man E-Learning noch einsetzen sollte. Zum einen macht dieser Begriff E-Learning eine gewisse Differenz deutlich zu diesen klassischen Formaten. Denn schaut man sich diese klassischen Formate an, dann hat man zuerst, okay, sowas im Kopf wie Frontalunterricht, Seminar, also alles, was man so irgendwie mal gehört hat. Und wenn jemand von E-Learning spricht, dann wird einem sofort klar, okay, das ist irgendwie ein Frontalunterricht oder ein Seminar in erster Linie, wo digitale Medien eingesetzt werden. Und im Zuge dieser digitalen Medien kommt es zu einer Transformation des Ganzen. Das heißt, es ist nie eins zu eins eine Vorlesung oder so, sondern es kommen noch neue Aspekte mit hinzu, die teilweise schwierig sind, aber auf der anderen Seite auch interessant. Bestes Beispiel dafür sind aufgezeichnete Vorlesungen. Nun, durch diese mediale Transformation findet erstmal ein starker Wandel auch des Sozialraums statt. Wir haben also nicht mehr die Zuhörerschaft im Hörsaal, sondern irgendwie vereinzelt vor den Rechnern. Das heißt sozusagen, das ganze soziale Setting ändert sich durch diese ja, mediale Transformation. Und das kann wiederum Potenziale in sich bergen, die man produktiv nutzen kann, wenn man es didaktisch durchdenkt. Aber es kann natürlich auch gewisse Risiken und Gefahren bergen. Zum Beispiel, dass Einzelne da nicht mitkommen oder sich noch besser rausziehen können aus dem Ganzen. Meine Erfahrung damals im Hörsaal war, okay, wenn man da bestimmte Arbeitsgruppen hatte, dann hat man sich danach nochmal getroffen und hat das irgendwie durchgepaukt. Also es war irgendwie doch ein anderes Lernen. Und das ist natürlich im Digitalen so nicht eins zu eins abbildbar. Der zweite Aspekt, der für E-Learning spricht, ist natürlich, wenn digitale Medien in Lernszenarios, Lehr- und Lernszenarios zum Einsatz kommen, dann, wie ich gerade schon angesprochen habe, ändert sich da irgendwie was. Und damit, durch diese sozusagen neuen Artikulationsformen, können Lernprozesse anders unterstützt werden, beziehungsweise auch Bildungspotenziale vielleicht entfaltet werden. Das muss ist alles immer in so einem relativen Bereich, weil dazu, also zu so einem Lernsetting gehört ja zum einen das Lernsetting, aber zum anderen auch dieser Lerner, der auch ein ziemlich individuelles Ding ist, wo wir auch nicht wissen, okay, geht das hier so eins zu eins. Und das ist natürlich auch so ein Aspekt, warum ich sage, es lohnt sich, über diese digitalen Medien und das E-Learning im Allgemeinen nachzudenken. Aber nicht zu sehr auf dieser technischen Ebene und das gegenüber sozusagen den Lernbegriff zu stellen, also Technik versus Lernen, sondern wie kann denn dieser Lernprozess durch die Technik unterstützt werden? Ja, das war es eigentlich schon so aus meinem ersten kleinen Video. Falls ihr Anregungen habt oder Fragen oder Diskussionen, dann können wir das gerne auf Twitter zum Beispiel weiterführen oder hier unten in den Kommentaren oder sonst wie. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, da in Kontakt zu treten oder in Austausch zu treten. Ihr könnt auch natürlich auch Videos darauf posten. Ich hoffe, ja, meine Argumentation war so einigermaßen schlüssig so von der Logik her. Und ja, lasst es mich einfach wissen. Und in der nächsten Folge kommt übrigens ja noch ein spannendes Thema. Da werden wir uns um das Thema Mediendidaktik und E-Learning ein bisschen beschäftigen. Und das ist nämlich ein sehr interessantes Feld, denn das nächste Video soll da heißen, warum Mediendidaktik wie Fußball ist. Ja, lasst euch überraschen, was sich dahinter verbirgt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss!